Digger, die elektronische Schülerzeitung. Wie lange machst du das schon? Zur Straßenmusik genau mache ich so ungefähr seit 2011 und Gitarre seit 2008. Kannst du noch irgendwelche anderen Instrumente als Straßenmusik spielen? Also ich spiele eigentlich noch Mundharmonika, aber nicht wirklich gut. Und auf der Straße an sich spiele ich meistens nur Gitarre und ein Freund von mir spielt noch Cajon dazu. Das ist so eine Art Trommelkiste sozusagen, wer das nicht kennt. Verdienst du damit dein Geld? Kann man davon leben oder auch Straßenmusik davon leben oder muss man da noch irgendeinen Job machen? Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es bei mir nicht ums Geld geht. Also ich mache das nicht hauptberuflich sozusagen. Mir geht es eigentlich mehr um die Freiheit und um den Spaß an der Freude sozusagen. Aber ich kenne auch viele, für die ist es der Lebensunterhalt. Also die verdienen damit tatsächlich ihre Miete auch. Und was man da verdient, das ist echt sehr unterschiedlich und es kommt auf den Tag an. Also es kann mal sein, dass man so 70 Euro in der Stunde kriegt. Es kann aber auch sein, dass man am ganzen Tag nur 2 Euro verdient, weil, weiß ich nicht, man selber vielleicht blöd drauf ist oder an der falschen Stelle steht oder die Leute einfach schlecht gelaunt sind. Ja. Ich sehe das so, dass es so ein bisschen kulturell ist für Berlin, wenn da irgendwelche Straßenmusiker stehen. Nicht irgendwelche, sondern besondere und eigentlich die Straßen mit Musik auffüllen. Siehst du das auch so? Das sehe ich auch so. Also ich bin auch in Berlin geboren und für mich war das eigentlich auch schon immer ein Bild, was Berlin eigen ist. Also dass so viele Musiker auch tatsächlich in den Straßen Berlins sind. Aktuell wird es allerdings auch ein bisschen schwerer. Also dieses traditionelle Straßenmusik mit der Gitarre in der Ecke stehen, das gibt es immer weniger, weil immer mehr Musiker und auch weltbekannte Musiker nach Berlin reisen und auf ihrer Zwischenreise halt Musik in der Straßenmusiker-Hauptstadt sozusagen Berlin machen. Und damit aber auch die einfachen Kleinen aus der Konkurrenz vertreiben sozusagen. Ja. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, wenn du da stehst draußen, zum Beispiel an der Warschauer Straße oder wenn zur Polizei, der GEMA oder sonstiges? Ja, da gibt es eine ganze Menge Schwierigkeiten für Musiker. Also offiziell ist es so, dass man eigentlich überall eine ganze Stunde, also 60 Minuten spielen darf. Auch ohne Anmeldung, allerdings nicht, wenn man verstärkt spielt. Also sobald ein Verstärker dabei ist oder auch ein Schlagzeug oder ein Saxophon, irgendwas, was laut ist, braucht man eine Genehmigung dafür und dann kommt es auch darauf an, wo man steht. Man darf auch nicht überall stehen. In der S-Bahn zum Beispiel darf man grundsätzlich gar nicht Musik machen. Und da muss man dann natürlich auch gucken, hat man eine Genehmigung, hat man keine und je nachdem, wie risikovoll ist das dann auch, wenn die Polizei kommt. Und das kann dann auch so weit gehen, dass man selbst auch Platzverweise bekommt, wenn man halt keine Genehmigung hat oder zu laut ist oder zu spät spielt und dann gar nicht mehr spielen darf. Ein Platzverweis ist dann auch das Geringste. Es gibt auch Leute, die müssen da tatsächlich Strafe auch für zahlen. Aber eigentlich ist es dann eine bessere Sache, wenn du dann vielleicht in anderen Clubs, Kneipen oder vielleicht auf der Bühne spielst. Hast du sowas auch schon mal an Erfahrung gemacht? Das habe ich auch schon mal gemacht. Allerdings nur so in kleinen Kneipen, aber das ist nicht dasselbe, weil wenn man vor einem Mikrofon sitzt und ins Mikrofon singen muss und da seine Setlist hat mit den Songs, die man abspielt, da geht ein ganz großes Stück Freiheit verloren. Das ist nicht dasselbe, was man auf der Straße erlebt, wenn man stundenlang improvisiert und einfach frei nach Schnauze spielt. Und das Publikum auf der Straße ist auch wesentlich ehrlicher, weil wenn es einem nicht gefällt, dann geht man halt einfach weiter. Das passiert in der Bar selten. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist echt was anderes, was man schwer vergleichen kann miteinander. Danke fürs Interview und ich wünsche dir noch viel Spaß beim Straßenmusik machen und deinen Zielen. Ja, danke. Tschüss. Digger, die elektronische Schülerzeitung.